Also, dass wir hier jetzt so sitzen, wie wir sind, ohne anonymisiert zu sein, das liegt daran, weil uns das wichtig war, dass HIV eben ein Gesicht bekommt und auch, ja, wie in vielen Kampagnen auch dargestellt wird, so wie es ist. Wir sind eine Familie, wir sind Mann und Frau, wir haben Kinder, wir sind eben ganz normal. Einer von uns beiden ist positiv. Das sieht man uns nicht an. Keiner wüsste, wer es ist, wenn er es nicht weiß. Von meiner Diagnose habe ich vor 5 Jahren erfahren. Da war ich gerade schwanger und habe einen Anruf von meinem Frauenarzt bekommen, dass ich in die Praxis kommen sollte. Und ja, hatte eigentlich Sorge um das Kind. Und da wurde mir eröffnet, dass ich HIV-positiv bin. So grundsätzlich haben wir immer gute Erfahrungen gemacht, damit offen umzugehen. Weil, ja, im Grunde genommen. Also wir haben eigentlich nie was Negatives erlebt. Also ich, sagen wir mal so, ich hatte große Probleme damit, irgendwo das für mich zu behalten. Weil das führt dann zu irgendeinem Stau.